Hallo YouTube, hallo Freunde des Let's Plays, eure Swordy-Bande mit dem 142. RA-Multiplayer-Rennen und zwar jetzt hier auf dem Nürburgring mit dem Audi TT Cup, also dem Nachfolger des gerade gefahrenen, ich meine zuletzt gefahrenen, ja, Nürburgring halt, ne? Ist so. Ernst? Hallo. André? Hallo. Bernd? Hallo. Chaos? Hallo. Tim? Hallo. Unser Host ist Sven. Hallo. Der andere Sven. Hallo. Lars. Moin. Stefan. Hallo. Und der Tommy. Ja, viel mehr ist eigentlich nicht zu sagen. Wir fahren einfach. Rundenzeiten kürzer als kurz. Kurvenanzahl überschaubar. Irgendwie fahren hier gewisse Leute mit Push-to-Pass und Qualifying. Ist ja nicht verboten. Ich weiß. Also, dann beschwer dich nicht. Oh, lass es jetzt in mir. Scheiße. Gibt's doch gar nicht. Hey. Patrick. Die Rennlänge beträgt wieder 20 Minuten, sehe ich das richtig? Ja. Gut. Macht also dann ungefähr 25 Runden. Hoho! Na, die ersten Rundenzeiten sind schon gar nicht mal so schlecht, 54er. Läuft bei dir, Patrick. Yep. Hast du diese Autos? Also die WTTC-Wagen finde ich schlimmer. Also ein Sven, habe ich das Gefühl, ist immer vorne bei uns. Zu früh eingelenkt, Mist. Wo habt ihr die Vorspannung stehen? Keine Ahnung. Original. Also ich. Danke. Habt ihr die auf 3 oder auf 2? Boah! Ich hab's nur mit 2 probiert. Ich hab 3. Ah, da hat er gar keine Scheiße hier rum. Wie willst du denn da im dritten Gang durchfahren, Patrick? Die Downshift Prevention hat's leider verhindert, den zweiten Gang zu schalten. Achso, ich hab gedacht, du hast es mal probiert im dritten. Seid ihr die eigentlich auch mit dem Cup-Ding da gefahren bei der. Ja, sind die. Das war aber doch witzig. Ja, du. Oh, sag mal, das gibt's doch nicht. Sag ich doch. Was denn? Ich lenk zu früh ein. War die Dinger nicht dieses Jahr sogar auf der Nordschleife? Die WTCC war letztes Jahr auf der Nordschleife. Die TT, die fahren noch im Rahmen der 24-Stunden-Serie, aber ich weiß nicht, auf der Schleife oder auf der. Das ist eine andere. Das ist die Vollendversion. Mal kurz die Frage, was haben die Vorspannung für einen Sinn?
Vorspann, Vorspann. Ah. Ja. Das weiß anscheinend keiner so genau. Sollen die TT Cup Fahrzeuge nicht auf der DTM Variante fahren? Ja. Ja. Ich weiß nur, dass sie im Rahmen der 24 Stunden fahren. Ja, ich glaube eben auf der DTM Variante. Also Kurzanbindung und dann. Ja, das wäre eigentlich ulkig, wenn sie auf der Schleife fahren könnten. Nee, das machen sie aber nicht. Vielleicht sollte ich jetzt auch mal Push-to-Pass nutzen. Das wird dir die 18. definitiv bringen, Matthias. Welche 18? Ja, obwohl 1,3 Sekunden sind es ja bei dir. Fünfzehntel zu dir, die finde ich auch so noch. Fünfzehntel sind Achtzehntel. Ja, mittlerweile, gerade als ich geguckt habe, du Nase, du. Och, nicht schon wieder, André. Na, wir haben ja noch ein bisschen Zeit. 8 Runden können wir noch fahren. Wieder keine Verbesserung. Hey, ich gehe kaputt hier. Warum lachst du da so? Hat keinen Grund. Aha. Sven ist jetzt auch mit Push-to-Pass gefahren, sehe ich das richtig? Bitte? Unser anderer Sven ist jetzt auch mit Push-to-Pass gefahren. Meinst du mich? Ja. Ja. Boah, ich verliere viel zu viel Zeit in der Dutzendteichkehre. Der Start wird auch lustig. Ja, Wheelspin ohne Ende. Von Triebler lässt grüßen. Für den ersten Sektor hat mir Push-to-Pass nichts gebracht. Im ersten Sektor bin ich eine Zehntel hinter Stefan, wenn ich das richtig sehe. Immerhin vor Tommy jetzt und nur 7000stel hinter Sven. Wer kriegt mir da ins Getriebe? Niemand! Ja, dieser Niemand hört auf den Namen Patrick. Autsch! Sag ich doch. Mal wieder in die Ecke gefahren, ey. Immerhin nur auf der 5. Ist ja nicht schlecht. Finde ich zumindest. Das wird nichts mehr mit uns. Und so schon gar nicht. Gell, Patrick? Ja. Wo ist er hin? Neben dir. Wusste ich's doch. Vor mir. Das wird wieder ein Rennen zum Vergessen, das sehe ich jetzt schon.
Sei mal nicht so negativ. Ich bin realistisch. Eine Sekunde Rückstand im ersten Sektor. Gut gemacht, Swordy. Gut gemacht. Scheiße, ich war auf aktuelle. Sorry. Ha, wenigstens vor André. Weißt du, was mich nervt? Dreimal verbessert, immer noch letzter. Das ist ja auch. Aber siehst du ja, wie eigentlich zusammen steht alles. Mit 13. Innerhalb, die ganze Mannschaft innerhalb von 18. So, ne? Ja. Ja, könnte hinkommen. Eine Sekunde ist nur insgesamt. Hier sind 56. Was fährt denn die Spitze für Zeiten? Wir fahren 54. Also Push to Pass bringt ungefähr eine Sekunde. Nö. Nee. Na doch, ihr müsst es nur richtig timen. Nee. Wie oft benutzt ihr es pro Runde? Zweimal. Ja. Einmal. Am Anfang und am Ende, beides nur auf der langen Geraden. Achso. Ich werde kontinuierlich schlechter als drin statt besser. Super. Wo bist du denn, Tommy? Ja, ich wollte dir Platz machen. Ich wollte nicht noch eine Runde fahren, die zählt sowieso Scheiße. Nicht. Du hattest direkt am Anfang gedrückt, ne? Ja. Ja. Ich habe ja so ab vierten Gang habe ich erst Buchstuhlbars da gemacht. Da fährt eine Michaela vor mir. Der erste Sektor war ja gar nicht mal schlecht mit nur 2 Zehntel Rückstand. Und im zweiten ist alles wieder weg. Ich hab sie im dritten weggeschmissen. Nicht jetzt auch nochmal. Ich hab 2 Zehntel im zweiten Rückstand gehabt und komm dann schlecht um die Kurve und schmeiß alles im letzten weg. Ich hab diesmal zu früh eingelenkt und lag dann in der Wand. Das macht man doch nicht.
Was machst denn du? Das Auto zerlegen. Und du? Na dann, naja. Doi doi doi, ne? Ja, viel Spaß. Viel Glück. Wieso hab ich eigentlich nur 15? Normalerweise, wenn du hinten stehst, hast du doch mehr, oder? Ja, du stehst ja nicht wirklich weit hinten. Kriegst erst, glaube ich, ab den 15 außerhalb, da kriegst du erst mehr Push, du passt. Ja, ich hätte, glaube ich, 16 gerade. Ich stand ja auch als Vorletzter in der Startaufstellung. Push to pass on, schon am Start, der Tim. Kommt trotzdem nicht von der Stelle. Weil ich nicht hochgeschaltet habe. Super. Oh. Achtung, Sven. Irgendwie war da hinten einer. Hinter? Nee, passt. Doch du, Lars. Ja, sorry. Oh, irgendjemand leckt hier. Ich bin unschuldig. Ich lecke nicht mal meine Runden. Wenn ich bin neben dir links. Das wird eng. Ich sehe schon den Scherbenhaufen. Das Achtung, André, in. Ja, ja. André, in. Nicht zwei auf einmal, was sind das? Würde ich hier bitte anstellen? Tu ich, nach hinter dir. Willen oder so. Ich fahr jetzt. Du fährst was? Florian nimmt die Wand mit. Hab ich auch eben gerade. Ja, ich muss die Wand mitnehmen wollen. Ganz unheimlich, ne? André! Oh, André! Ja. Entschuldigung, Matthias, wenn ich jetzt von dem Weg gefahren bin. Ihr habt ein bisschen derb gebremst da vorne. Ja, hätte ich später gebremst, wäre ich Tommy drauf gefahren. Matthias! Alles gut, ich hab noch vor dem Körb die passende Geschwindigkeit gehabt. Was willst du von mir? Du warst sehr weit in. Ich hatte noch Luft. In alle Richtungen. Sowohl auf der Bremse als auch zu dir. Das ist Sven, der leckt, also die Hecke. Mist! Ja, dann fahr doch, André. Mach doch, was du willst. Ich bin mehr rausgerutscht als alle anderen. André außen. Boah, was ist denn das? Achtung, innen. Ich weiß. Ey, das gibt's nicht, ey. Du fährst hinten leicht drauf und du drehst dich. Was ist denn das für ein Kack, ey? Typisch R3E. Ohne Worte, ey. Wow. Sorry. Gute Divebomb, Lars, gute Divebomb. Ja. Soll ich die wieder vorbeilassen? Nö. War doch keine Berührung, war doch nix. Was willst du von mir? Weiß nicht. Hast du doch fair und sauber errungen, diese Position! Scheiße. Oh! Das war scheiße, sorry. Das war dumm. Das war schnell. Muss man langsam meinen Push-to-Pass aufheben. Und auch den ruhig. Ne. Nicht, wenn ich ihn Herrn Klemann im Rückspiegel sehe. Boi. Bin gleich neben dir, warte. Ja, da hast du leider recht. Es war doch schon damals auf dem Nürburgring so, wo wir uns so gekämpelt haben. Oh, nee. André, mach mich nicht schwach. Oh, extra weite Linie, damit ich mit André nicht reinfahre. Was? Ah! Der hat aber schon lange zurück. Ach Quatsch, den Blas. Der hat schon lange zurückgesteckt und jetzt habe ich wieder verloren. Bin weit weg. Ja, jetzt bist du weit weg nach vorne. Scheiße.
Kannst du auch einhändig fahren auf der Geraden? Ah. Ja, mit dem Windschatten hast du ganz schön Tempo drauf, beim Rennen. Ja, das ist auch nicht. Ah, Sven? So scheiße die Autos, ne? Alles Kacke. Fährt mal eben die schnellste Rennrunde. Weil ist ja alles so Kacke. Mit Frontkratzern kommt er eh nicht klar. Sei froh, dass er kein gutes Auto fährt. Warum ist denn der Band jetzt auf einmal so nah dran? Wir fahren. Weil er sich verbremst hat. Entweder seid ihr zu langsam oder ich zu schnell. Lars, was fährst denn du? Keine Audi TT, das sehe ich auch. Das sieht lustig aus, was ihr da im Rückspiegel macht. Aber schön zum Anschauen, euch zwei. Autsch. Oh. Au. Komm nicht wieder hindurch, Lars. Oh. André, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was du da gemacht hast. Wer? Du hast ein bisschen weit ausgeholt. Ich wusste nicht, was ich da machen sollte. Ich wollte Platz lassen, damit du mir nicht in die Karre fährst. Ich habe extra dann gewartet, bis du die Kurve endlich nimmst. Super. Haben wir aufeinander gewartet. Auch gut. Und jetzt kommt wieder eine Dive-Bomb von hinten. Die machen wir aber diesmal zu. Au! Nee, Wand nicht berührt. Gut. Ah, Wand. Jetzt müssen wir mal auf André aufholen, ne? Ja, mach mal. Bleib mir lieber weg. Wieso? Dann hast du weniger Druck, Junge. Das glaube ich eher nicht. So wie ich André kenne, macht der mehr Druck nach vorne als wie nach hinten. War das jetzt besser, Lars? Ja, ja. War ja, perfekt. Da hatte ich auch jetzt keine Angst, dass du in den reinstichst und mir in der Karre hängst. Aber brauch ruhig deinen Push, du passt, stört mich nicht. Dann sei ruhig, wenn es dich nicht stört. Du bist spät dran, ja? Hey, jo. Boah, jede Ecke in der Schikane einmal angeteacht. Gut. Gute Quote. Ich aufholen. Das bremst. 15. schon aufgeholt auf den André. Der Tim hält mich auf. Dann fahr halt vorbei. Ja. Hast doch Push to Pass. Der fährt wie ein Bus. Wie ein Bus, ich helf dir gleich! Lars, du musst, wenn du in den Stadion hin willst, musst du rechts fahren. Ja, nach Stadt. Auf Stadt und Ziel. Seh's. Du musst rechts abbiegen. Jetzt aber erst. Oh, nein! Dachte, du fährst wie ein Bus um die Kurve. Hey! Ich lass dir Platz! Ja, das hab ich gesehen. Ja, Sitz! Und nochmal in die Wand! Das ist Cup Racing, da kann man sich auch mal ein bisschen was erlauben. Boah, immer noch 11 Minuten, ey. Doch geil! Die Zeit vergeht wie im Schlaf. Du schläfst schon wieder? Okay. Eil dich jetzt mal davon, die holen hinten auf. Soll's mir recht sein. Matthias hat mir einen Job, eine Erleichterung versprochen. Was ist denn los, Lars? Ach, irgendwie. Müde? Läuft's nicht mehr. Ach, Lars. Boah, rutsch, rutsch, rutsch. Und danach kommt wieder die schnellste Runde. Nee. Auf welcher Position liegst du denn momentan, Sven? Dritter. Immer noch. Du weg, André. Mach dir mal weiter vorne. Ich hol ein bisschen auf. Nicht viel, aber ein bisschen. Dran. Scheiße, ich hab Busspaß zu früh genommen. Was war denn das jetzt, André? Das war glaube ich die. André ist gefahren wie ein Bus.
kannst mich ausfindig überholen. Vergiss es. Sagst du. Ich glaube, ich kenne die Strecke gut genug. Sagst du. Ja, fahrt euch doch endlich mal in die Karre, Kinas. Ihr wollt das doch so gerne. Warten, bis du da bist. Da fährt ihr jetzt bei mir in die Karre, ja? Super. Ich glaube, du fährst ja André in die Karre, bevor ich dir in die Karre fahre. Schon wieder vom Platz, André. Jetzt habe ich den Schrammig im Rücken, ey. Erstmal hast du uns beide im Rücken. Nee, jetzt nicht mehr. Rutscht der denn jetzt auf einmal so über die Vorderachse? Vielleicht abbauen, sind die Vorderräder ein bisschen abgenutzt? Ach, 99%, da dürfte eigentlich gar nichts sein. Nein! André! Ich hab ein bisschen schneller, bitte. Ich muss hier aufpassen, dass ich den Tim nicht über den Haufen kann. Der fährt kreuz und quer, der Kerl. Ja, wie im Bus. Ich hab keinen Führerschein, das musst du berücksichtigen. Auf der Rennstrecke brauchst du keinen, außer die F4-Lizenz. Du brauchst eine Rennlizenz. Ja, Max Verstappen konnte auch Formel 1-Lizenzen sammeln, ohne vorher einen Führerschein zu haben, also. Deshalb bin ich Max Verstappen. Frag mich, warum der schon mit 99% anfängt und über die Vorderreifen zu rutschen. Das hätte auch einen Überschlag enden können. Was machst du da, Tim? Sehe ich nicht. Ich weiß es nicht, also. Entschuldigung. Boah, sag mal, was ist denn das jetzt hier? Ey, das war mein Macht ihr denn, ey? Wir fighten. Nimmt man eine Dive-Bomb. Das ist einfach irgendwie Platz. Du bremst auf Schrittgeschwindigkeit runter in der Kurve, weißt du das? Was? Das ist brutal. Du sagst nicht mal Schrittgeschwindigkeit, Matthias. In der ersten Kurve ja? André, ich verstehe dich. Ich weiß, was du durchmachen musstest. Also wenn du das Schrittgeschwindigkeit nennst, dann muss es ja richtig einfach sein, vorbeizukommen. Wenn man dir hinten drauf fährt, weil du so viel bremst, nicht. Und du sagst ja die ganze Zeit, außenrum überholen ist bei dir nicht. Ja, wirklich wie ein LKW. Ich kann mich halt breit machen. Wir das habe ich gemerkt. Unfair fahren und dir mal ein bisschen einen Schubs geben. Ja, ich bin nicht der Meinung, dass ich unfair fahre. Wir müssen warten, bis der Lars noch aufgeschlossen hat, dann kann ich erst wieder richtig fahren. Okay. Ah, ja. Mach mal. Ja, dann musst du aber auch mal eine gute Rundenzeit fahren, Lars. Ich fahre so 56er Zeit. Das ist Matthias, so brauchst du dich gar nicht zeigen. Also bitte, ist das 56 schon fast gut? Okay. Dann machen wir ein bisschen einfach. Nein! Bin ich in die Linie gefahren? Nö. Hättest du wohl gerne gehabt, wa? Nee. Dann wäre ich jetzt nämlich entweder zwei Positionen hinter dir oder auf dem Dach. Auf dem Dach klingt gut. Sollten wir mal ausprobieren. Na, du kennst die Geschichte mit dem Salzburgring und Imsa GTO nicht. Nein. Ich kenne nur die Geschichte mit dem Karussell in Race 07. Zwinker, zwinker. Karussell, Race 07. Warst du nicht dabei? Ach so. Aber ein gewisser Zuschauer wird hoffentlich wissen, wovon ich nicht rede. Oder mehrere Zuschauer. Ewig! Bin ich doch, ich bin auf dem Weg nach vorne. Ja, du weißt, dass ich dive bomb. Oh, ja, super. Ich sag mal, was ist denn das hier, Leute? Ein Auto. Ein nee, Rennspiel. Dieses Geschiebe. Musst vielleicht liegt einer an der Stoßstange? Meilenweit weg und dann brettern sie einen ins Auto rein. Was soll denn das? Scheiße! Der Patrick, der macht ja sowas nicht. Doch, eben schon. Geh weg, Tim. Vergiss es.
Jetzt hängen wir beide in der Hand. Ich auch. Aber das Überholmanöver vorher war gut. Meinerseits. Ja, was dann musste ich Platz lassen, weil du die Divebombe angekündigt hast. War ja auch eine Divebombe. Ja, war sie auch. Jetzt lass schließ mal auf, du musst schneller aufholen. Ja, ich fahr so schnell ich kann. Außenrum ist nicht Matthias, denk das. Findest du lustig, ne? Ja. Meine Zuschauer hoffentlich auch. Du Arsch! Da! Jetzt kommt André gleich vorbei und lacht sich ins Fäustchen. Verschwindet. André, schieb ihn raus. Jetzt reicht's mir mit dir, du kleiner Wicht. Sorry. Du warst wirklich ein bisschen aufpassen. Oh! War doch noch einer. Mann. Sorry. So, ich hab aufgeräumt. Du Arsch. Ja, du warst wieder sehr gut aus. Langsam in der Kurve. Ja! Boah, wie oft noch? Ich hab auf Lars gewartet. Ja, genau. War doch dein eigenes Rennen. Macht ja keinen Spaß, wenn ich da vorne 6 Sekunden hab. 12. Aha. Durch das Fahren will ich jetzt aber letzter. Oh, oh. Aber es sah gut aus, doch? Was ihr da getrieben habt, war schon. Entschuldige. Schick. Ruhe, Matthias. Ja, die hab ich jetzt, genau. Die hab ich jetzt. Ich sag mal dezent. 2 Sekunden Abstand sind noch kein Grund, keine Divebombe zu versuchen. Aber du denkst ja, du hast vor dir noch den André, den du erstmal besiegen. 4 Sekunden Abstand sind kein Grund, eine Divebombe zu versuchen. Die kann nur ein bisschen schief gehen. Ah, noch ungefähr 4 Runden. Wie sieht's denn mit den Überrundungen aus? Ich wurde noch nicht überrundet. André, willst du dich jetzt mit mir anlegen oder lässt du mich in Ruhe? Na, entscheide ich noch kurzfristig. Hast du gesehen, was ich mit dem Team gemacht habe? Du Arsch, ey, du kannst. Cup Racing, hatten wir doch vorhin gesagt. Leichtes genau. Anklopfen ist doch. Erst Matthias, dann hast du dir so gedacht, ja, kann man auch machen. Ja, ich habe uns beide in schlechte Position gebracht, das muss ich jetzt zugeben. Vor allem, ich hab eine richtig schöne Delle in meinem Auto. Hinten drin. Eine richtig schöne Delle. Oh, ich hab nichts gemerkt. Ja, und vor allem, ich hab kein Mechaniker-Team. Oh, immer noch nicht. Muss selber reparieren, so eine Scheiße auch. Da lernst du was fürs Leben. Ah, herrlich. Siehst du, Matthias, ziehst du weg? Nein. Ja, ich hatte auch gerade ein paar Fehlerchen drin. Ziemlich große Fehlerchen. Ach egal, das Rennen ist gelaufen. Ja, sehe ich genau. Aber es war ein geiler Fight zwischen uns. Ja. André ist gefährlich nah. André macht den gleichen Fehler wie mit mir, dann bin ich glücklich. Aber so, dass ihr euch beide dreht. Das war kein Fehler, das war ein Überholmanöver. In der Realität hättest du dafür aber mindestens die Position wieder zurückgeben müssen. Weil das war ein Schieben von 20 km/h. Weil du viel zu langsam warst. Ja, kann ich ja nichts dafür, der Aufwärter ist schuld. Kommt drauf an. Wenn der Vordermann extra bremst. Ja, ich bremse ja nicht mitten auf der Geraden. Das sieht André wahrscheinlich anders, aber... Das war gleich angedotzt. Das auch. Ich habe auch nur noch 98. Haben wir, glaube ich, alle. Ich habe vorne rechts habe ich 97. Ja, ich auch. Aber was heute in Laguna Seca los war, keine Ahnung.
Du hast wahrscheinlich zu viel Vorspur gefahren oder was? Scheiße. Gut gemacht, André. Na, geht der Tim wieder vorbei oder? Nee. Keinen Fall. Kennst du jetzt den Bus? Reifenbomb. Nein, nicht verordentlich. Ich fress die Zehntel weg. Kannst du ruhig machen bei 1,3 Sekunden in einer Runde. Ich habe jetzt auf der Geraden alleine mal 4 Zehntel aufgeholt. Ja, weil oh, du hast. Nein. Ey! Was fährst du mir wohl nicht gerade? So, ich dreh dich wieder gerade. Mann! Irgendwie. Fraget mich bitte schön nicht, warum ich jetzt mein Auto gerade unangespitzt in die Wand gerammt habe. Irgendwie war ich gerade so aufs Teamspeak fixiert, dass ich den Bremspunkt verpasst habe und dachte, naja, diesen Reifenstab auf Platz 2 gefahren. Das sah gut aus. Bin gleich wieder da. Was Elend mit den Dingern. Echt wahr. Geile Strecke mit geilem Auto. Ein Geschieb und Geschmiere. Ja, das ist gescheites Racing, nicht so ein... Was? Gescheites Racing ist das? Ja. Da kannst du mich nicht so verteidigen. Scheiß Racing ist das. Was ist das, Matthias? Scheißdreck-Racing. Braunautos. Braunautos ist der TTS. Das ist ein Frauenauto, 80 PS. Mir hat das Spaß gemacht, ich bin nicht letzter geworden. Scheiße. Oh, das war so ein geiles Rennen. War ein geiles Rennen. Ich lag auf der 7 und dann irgendwie... Kam du hast es verdient, Matthias, du hast es verdient. Böses Teamspeak, böses Teamspeak. Oh. Ich gönn's dir richtig. Danke. Bitteschön. Naja, Adebitechi.